Moin zu dem Video. Wenn ihr auch solch coole, transparente Widgets bekommen wollt, dann bleibt dran. So, wie beginnen wir? Mit einer App. Ich benutze in dem Fall die App Clear Spaces. Packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Kostet zwar etwas, aber ist meiner Meinung nach die beste Variante. Dann öffnen wir mal die App und ihr könnt zwei verschiedene Bilder hinzufügen. Einmal für den hellen und einmal für den dunklen Modus. Ich benutze meistens den Dunkelmodus, deswegen ist da auch nur das Bild hinterlegt. Ihr braucht, um das Bild zu hinterlegen, einen Screenshot. Ich zeige euch, wie ihr das am besten macht. Ihr geht auf eine App, auf hohem Bildschirm bearbeiten und geht dann hier auf die letzte Seite und macht einen Screenshot. Diesen Screenshot könnt ihr dann hier in der App hinzufügen und schon weiß die App, wie euer Hintergrundbild aussieht. Dann könnt ihr hier oben auf Plus gehen und ganz nach unten. Und da ist die App. Die hat auch keinen Namen, keine Ahnung warum, aber sie hat keinen Namen. Dann wählt ihr beispielsweise die Größe aus. Wenn ihr das verschieben wollt, seid ihr auf jeden Fall deutlich flexibler als mit der eigentlichen Variante. Und damit ihr es bearbeiten könnt, könnt ihr dann hier auswählen, soll es oben sein, links, Mitte. Und dann weiß die App dadurch sozusagen, wo sie ist und was sie ausblenden soll. Ihr könnt dann auch so coole Sachen machen, wie zum Beispiel ich hier auf der ersten Seite. Eigenlob stinkt, aber ich finde es ganz cool, dass ihr ein transparentes Widget mit der App gemacht habt. Und könnt über den Widget-Stapel dann auch andere hinzufügen. Sehr, sehr cool, wie ich finde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal für mehr und wir sehen uns im nächsten Video wieder.